League. Er spielt die Division 4 gegen das Team Panic. Es war jetzt alles ein bisschen chaotisch, weil Tanuki kurzfristig irgendwie ausgefallen ist. Deswegen geht es jetzt ein bisschen später los. Unser erster Spieler wird Immortal sein. Der spielt ein ZVP gegen Portal. Die erste Map ist Ice and Chrome. Und mit mir castet heute Abend der gute Melka. Hallo. Ist die Lobby denn schon bereit? Sind die beiden Ne, Türen ich schon bin gerade da? dabei. Okay. Gut. So. Genau, wir werden am Max Anfang werden wir jetzt ja bitte. Immortal gegen den einen Zerg sehen. Immortal spielt, glaube ich, ja am liebsten gegen Zerg, das ist ja sein Lieblingsmatchup, wo er auch, glaube ich, auch seine beste Winrate drin hat. Also sollten wir eigentlich ganz zuversichtlich sein, dass er hier mindestens eine Map holen wird. Er hat auch einen starken Gegner, also sein Gegner hat vor ein paar Tagen noch 4300 MMR exceeded. Und hat auch die letzten 10 Spiele, oder hat 300 MMR mit 10 Spielen gemacht, also das ist schon echt krass, die Winrate. Jetzt schauen wir mal, was wird. Wird auf jeden Fall nicht einfach, denke ich. Unser Stream ist not launched jetzt, sagen die Gegner. Ja, das ist, weil wir Delay drauf haben. So. Daniel hat mich jetzt auch angestupst, ob wir ihn noch brauchen oder was, wie ist jetzt dein Plan? Willst du danach wieder ausmachen und Daniel weitermachen lassen oder willst du jetzt zu Ende machen? Das ist mir egal. Also ich denke, es macht Sinn, weiterzumachen. Vielleicht will er dann casten. Ja. Dann könnt ihr zwei zusammen casten. Ich mache einfach nur die Kamera. Ups, ich habe noch das falsche Bildchen drin. Sehe ich gerade. So. Okay, es kann losgehen. Möchtest du die Kamera machen oder soll ich? Wie sieht's aus? Mir ist es egal, ich kann das gerne machen. So. Ja. So. Ich hoffe, dass der Sound passt. Ihr könnt mir vielleicht kurz Bescheid sagen, ob man Melke auch gut genug hört. Ja, unser Stream ist auch live, sehe ich. Ja, deswegen kam vorher kurz die Werbung Jo. auf dem Stream. Tja, das sieht nicht gut aus für Immortal. Der wird austimen, wahrscheinlich ein Disconnect. Ja. Jetzt geht's aber los. Sind Nö. beide Spieler denn drin? Sieht so aus. Ja, beide Spieler haben was gebaut. Okay. Okay, dann hast du jetzt die Kamera. Jo.
Okay, dann in der oberen rechten Ecke ist vom Team Spinnik ist gespawnt Immortal. Und unten links als lila Zerg der gute Portal für Team Panic. So. Na, was würdest du denn generell von der Map sagen im PvZ? Puff! Als Zerg kann man ganz gut all-innen. Der Laufweg ist nicht zu lange und die Wall ist ebenerdig sozusagen und auch noch breit. Ja, ja, ansonsten finde ich die Map recht ausgeglichen, also zumindest auf meinem Niveau. Man kann schön Vision holen mit Overlords, weil es schöne Spots gibt für den Zergy Boy. Ja. Was meinst du aus Protoss Sicht? Ja, ich habe die Map eigentlich auch sehr gerne. Ich mag es, wenn die Map nicht zu klein sind und zu eng sind. Ja. Dann hat man, dann ist es jetzt die All-Ins nicht ganz so knackig, hat man ein paar Sekunden mehr Zeit immer. Alles ein bisschen mehr Zeit zum Scouten. Deswegen finde ich die Map eigentlich auch ganz gut. Ja, und zwei, in Anführungsstrichen, dritte Basen, wo man die Wahl genau hat. Je nachdem, was man genau machen möchte, das was stimmt dann wichtiger ist. Ja, ja, weil ich finde, als Protoss kannst du auch relativ solide eigentlich alle deine vier Basen nehmen und relativ gut verteidigen. So. Deswegen. Ja, und leidest du jetzt raus aus dem Pool, ne? Ja, leider. Und so coole Maps wie Submarine sind geblieben. Ich weiß auch nicht genau, ob ich die neuen Maps schon mögen soll oder eher noch nicht. Ach. Das bin ich mir noch nicht ganz sicher. Habe ich jetzt noch keine Meinung. Ja. Ich habe auch erstmal die alten gewetet. Ja. Also, weit bisher sieht alles nach Standard aus in unserem Spiel. Die dritte von von Portal wird noch geblockt, von Immortals Probe. Und wir sehen hier auf Seiten von Immortal sehen wir jetzt den ersten Tag. Das ist das Twilight Conceal. Bin mal gespannt, ob das jetzt eher so ein DT-Drop wird oder Adepten oder Charge All-In. So, das sehen wir jetzt gleich. Genau. Währenddessen hat der Berserk hier seine dritte genommen und Immortal weiß noch nichts davon. Er hat ja währenddessen noch versucht, sie noch zu blocken. Aber er wird jetzt wahrscheinlich scouten mit seinen Adepten. Ja, der Adept wird das sehen und dann. Ja. Wenn er rüberläuft natürlich. Vielleicht rechnet ja, er auch ja gar nicht damit. Nein, der Shade. Er muss jetzt zur dritten Shade, Basis ja laufen, aber das macht er. Ah, jetzt wird er sehen. Er shadet ja rein und zieht die dritte. Jetzt weiß er, dass es erstmal normal ist. Und der Zerg nimmt hier das Overlord-Speed-Upgrade. Also, während Immortal den DT-Schrein baut, das ist so gar nicht Immortal-like. DT-Drop-mäßig. Obwohl, hat er das nicht das letzte Mal auch schon gespielt? Ich weiß nicht. Ich bin es nicht sicher, ich habe das letzte Spiel jetzt nicht gesehen. Hm. Aber der Zerg wird es wahrscheinlich sehen, also er wird das, dafür wird er wahrscheinlich dann eine Antwort wissen. Er fliegt jetzt mit seinem Overlord einmal quer über die Basis. Er hat halt noch keinen Layer, also alternativ zu Overlord Speed hätte er auch einen Layer bauen können. Ja. Der wird dann gerade so zeitgleich fertig, aber das kann er immer noch machen. Ja. Er ist im Gas drin geblieben. Ja. Kommt auch direkt der Roach Warren und der Layer. Jo, und zwei weitere Gase. Ganz normales Response gegen die T-Shrine, oder? Ja, gegen alles, was Two-Base von Zerg halt kommt, ja. Ja. Also wenn du viele Gateways scoutest und Twilight Council der Charge oder Clave erforscht oder eben auch DTs, wie in dem Fall jetzt, dann. Ja. Aber für. Genau, hier werden jetzt auch direkt die ersten vier DTs reingeworbt. Mit Warpress-Meister dabei. Hier ist auch so, hier ist keine Detection. Ja, damit also kann er die Hedge noch kriegen. Wenn das jetzt noch lange dauert mit dem Overseer, dann hat er die Hedge. Und das ist schon echt Bombe für den Protoss dann. Das stimmt. Ja. In zwei Base, gegen zwei Base bist als Protoss, bist du eigentlich immer in einer guten Situation und kannst erstmal sagen, ich verteidige jetzt erstmal nur. Ja, und auch die Archons, die jetzt wahrscheinlich kommen, können ja immer noch irgendwo hier und da was absnacken. Das ist schon richtig nervig für den Zerg. Ja.
Erst Immortal hätte jetzt hier theoretisch sogar noch ein Opening gehabt, weil die Spores sind erst sehr spät gebaut worden, Ja, wenn wir er hatten direkt in Layer die Main gehabt. geflogen wäre. Also der Hätte noch Layer was wird dann machen ja schon können. fertig, so ist es ja nicht. Ja. So. Will jetzt, Portal will jetzt, wollte gerade rüberlaufen, so wie es aussieht. Aber es dreht sich nochmal um. Kann aber theoretisch, würde ich sagen, eigentlich nicht rüberlaufen, weil sonst die Archons ziemlich viel Schaden hinten machen. Dreht sich auch wieder um, ist sich unsicher, was er machen soll. Ja, Er sieht halt Immortal. vorne, dass Immortal eine dritte Basis genommen hat, die vor seiner fertig wird. Deswegen will er die auf jeden Fall halt abbrechen. Ja, Immortal hat Charge in der Forschung, hat auch schon Salad gebaut und baut nebenher noch Immortals. Seinem Namen entsprechend. Also sollte da nicht viel anbrennen. Vor allem nicht, wenn er die zwei Archons hinten hat, die halt richtig gut Schaden gegen die Linge machen. Da Das ist der stimmt. Zerg tot. Guck dir das an, wie die Linge einfach nur wegschmelzen. Genau. Oh, Und die mein Slow Roaches Herz. machen jetzt auch nicht besonders Mein viel gegen. Herz, der arme Portal. Ja. Aber der Portal hat jetzt ein Banelink Nest und Hydra dann gebaut. Und Doppel-Evo-Chamber. Siehst du da noch eine Chance jetzt für den Portal? Oder eigentlich wird er gleich wahrscheinlich dann überrannt, wenn er jetzt so viel Tech auf einmal nimmt, oder? Ja, das. Also, wenn Immortal jetzt halt seinen Standard-Push spielt, dann kann das schon immer noch ein gutes Timing treffen für Immortal. Ja. Der Zerg, der hat halt gerade mal 52 Drohnen. Hat zwar die vierte im Bau, aber. Linge sind schlecht gegen Charge Zealots. Hydra sind schlecht gegen Charge Zealots. Ja. Und mit einem Upgrade sind sie fast even, also das plus 1 von Immortal wird vorher fertig. Das Ja. Banding Nest, die Bandinge können gut sein. Das wird wahrscheinlich was werden. Gucken mal kurz, was da vorne bei dem Häufchen Zerg passiert. Ah, da werden wieder ein paar Linge gesnackt. Bähnlinge. Ja, und Immortal hat auch vermutlich gerade noch mal ein paar Linge gesnackt. Aber auf jeden Fall geht er jetzt rüber mit seiner Armee und möchte mal schauen, was er machen kann. Ja, sind gerade auch vier weitere Gates fertig geworden. Also er ist jetzt 8 Gates. Kann Plus auf jeden 1 Fall ist auch einige. gerade durch. Das Plus 1 von Genau. seinem Gegner braucht noch, der Plus 1 für Linge und für Melee erforscht. Also wenn wir uns das Supply angucken, hat auch Immortal gerade ein stärkeres, deutlich einiges größeres an Army Supply. Ja. So. Und vor Das wird allem jetzt schon hat schwierig sein Gegner für nicht Portal. unbedingt die beste Unit Composition gegen das, was ihm da entgegengeworfen wird. Ja, Das sind vor allen vier Dingen hat. Archons, zwei Immortals, vier Sentries und ein Haufen Zealots. Ja. Wenn die Zealots jetzt nicht alle geklumpt in die Banelinge laufen. Ja. Force Okay. Fields jetzt noch rein. Und jetzt warpt er einfach nach aus 8 Gates. Und der arme Zergy Boy. Der Arme, kein Ja, guck Mitleid ihn vom dir an! Gegner! Guck ihn dir an! Zerg tot! Mortars Nein! alive! Nein, Storm, kein Mitleid! Natürlich! GG, sehr schön! Ja. Oh, Dann haben wir dann schon die leide ich erste Map. mit dem Zerg. Nein, so geht das nicht. Sehr schön runtergespielt. So, keine Chance gelassen. Einmal drüber gefahren. Sehr gut. Gut, dann die nächste Map. Was haben wir denn hier auf der Liste stehen? Evertreen wird's werden. Auch eine sehr schöne Zerg gegen Protoss Map. Ich mag sie. Evergreen. Ach Wie shit, machst du ich. das eigentlich mit dem in dem Chat so reinschreiben, den Namen von der Map und dann das als Invite? Eckige Klammern Lobby. Ah. So. Du. Wieso kann ich Immortal eigentlich nie ins Spiel einladen? Ah, weil das schon da ist. Freesard war der Streamer. Willst du denn, sollen wir weitercasten oder sollen wir jetzt den Tanuki hinzuziehen? Das ist mir egal. Ihr könnt auch Wie du zusammen das casten, dann mache ich nur die möchtest. Kamera und sitze hier und chille. Okay. Mir ist das vollkommen Schnutz. Ja, dann hole ich ihn mal runter. User was moved to your channel. Hallo? Hallo. Hey.
So. Da noch Extreme Audios müssen. Ja. Frau Wurm, kann sie mich auch noch einladen? Ja, du kannst auch einfach auf den. Ach shit, ich hab das in der Lobby geschrieben. Hast du? Ja. Nee. Einmal mit Profis, Brot kann schimmeln, was kann ich? So. Okay. Hey, Tanuki, bist du auf dem neuesten Stand oder bist du noch im Delay? Delay ist jetzt gerade vorbei praktisch. Okay. Also ich bin auf dem neuesten Stand. Sehr gut. Hat gewonnen. Ja. Gut. Das macht er jetzt bitte nochmal. Genau, sehe ich auch so. Ja, also die Response vom Zerg, ich weiß nicht, er hat es halt eigentlich gesehen, aber eigentlich darf er die dritte halt nicht verlieren, wenn er den DT-Shrine scoutet. Also, ja, das muss er, aber er hat dann auch, glaube ich, zu lange gewartet mit dem Rübergehen. Er hat sich da auf der Map noch beschäftigen lassen. Ja. Er ist immer ein Stück zurückgegangen und dann hatte Motto genug, um das zu verteidigen, sondern den Konterpush und. Ja, genau. Und selbst wenn er sofort rübergerannt wäre, hätte, glaube ich, Immortal ziemlich viele Zeit gehabt, entweder mit den Archons Schaden zu machen oder selbst die nach Hause zu fliegen und auf dem Weg noch Schaden zu machen. Also, ja. Das war schon. Da hatte der Zerg nicht die Möglichkeiten, darüber zu laufen. So. Everdream, was denkst du in dem Protoss Matchup jetzt? Echt? Ja. Also Everdream ist, also ich finde auf Everdream sowas wie Link Floods oder halt so frühe Roach Ravenger Alt-Ins immer ziemlich eklig, weil es halt sehr schwierig ist, die Wall nachzuwollen, weil die Ramp so Main direkt im Weg ist und ja. Du praktisch halt sehr schwer manchmal nur nachwollen kannst. Genau, sowas finde ich hier immer schwierig. Ansonsten finde ich die Map eigentlich ganz gut, wenn du einmal deine zwei Bases hast und auf drei oder vier gehen willst. Dann ist sie immer, finde ich sie eigentlich ganz schön, weil der Zerg immer halt oft halt, je nachdem, wenn der die, es gibt zwei Ramps zu deiner zweiten hin, da kannst du immer schön Force-Fielen oder Stormen. Also, genau. Alle da. Okay, der Immortal ist da. Gegner ist ready. Give me 1 minute, please. Immortal braucht noch eine Minute. My laptop is too hot. Oh nein, der Immortal spielt auf Laptop. Muss man erstmal jetzt Kühlpack aus dem Gefrierfach holen und dann unter den Lüfter legen. No. Ja, das ist auch so ein bisschen der Grund, glaube ich, warum man nicht ins TS oder ins Discord kommen will. So auch dafür, dass er auf dem Laptop spielt, spielt er ziemlich stabil, ne? Mhm. Ja. Schauen, ob jetzt eine Minute reicht, damit das Ganze sich ab... Okay, er sagt ready. Jetzt ist er ready. Also mal gucken, vielleicht hat er jetzt ja mehr FPS. Ja, das sah ja vorher im ersten Spiel so aus, wie wenn er gar nicht, wenn er direkt rausgetroppt wäre aus dem ersten Spiel im Ladescreen schon. Dass er da überhaupt drin war, hat mich gewundert, weil sein Balken war inexistent sozusagen. Einer von euch muss. Elka. Okay, und unten links gespawnt. Der Zerg. 1-0 hinten. Portal. Und oben rechts gespawnt vom Team. Es ist Immortal. Tanuki Lex. Als roter Protoss.
Sehr so. Schön eingesprungen. Ich gebe dir mal wieder die Kamera, Melka. Hier wieder, okay. Ja, ja. Ich habe genügend Verantwortung. Okay. So. Wieder eine Hedge First vom Zerg, das gefällt mir. Das ist ein guter Junge. Die Mortal auch wieder mit normalen Opening. Also beide spielen wieder Standard. Bis jetzt noch kein Cheese auf dem Weg. Glaubt ihr denn, der Zerg in so einer Position wird jetzt schießen? Oder? Ach, wenn ich vorher so auf die Mütze gekriegt hätte. Also ich zumindest würde dann vielleicht mal den einen oder anderen Cheese auspacken. Ja. Aber. Ja, es kommt halt ganz drauf an. Vielleicht ist er sich auch einfach sicher genug, dass er den All-In scoutet und hält, wenn. Ein, theoretisch, das kommt noch einer. So. Ja. 12 Bits von Mofu. Danke dir. Go, go, er schickt aber auch nur einen Overlord rüber, ne? Also. Shorting ja, ist es nicht. Den zweiten Overlord behältst du eigentlich gerne an der NATO, um zu sehen, ob du gekennrascht wirst oder nicht. Deswegen fliegt er auch jetzt erst los, weil jetzt ist das Timing vorbei. Sein Pool ist gleich fertig, jetzt kann ihm nicht mehr viel passieren. Perfekt. Ahnung. Ja. Was scoutet, scoutet Portal denn überhaupt, ob vielleicht irgendwo eine Probe noch an der... Das ist egal, er baut vier Linge und die Linge räumen die Probe ab, bevor er die Echse nehmen will. Aber viel wichtiger ist, er scoutet den zweiten Pylon und das ist der Pylon, an den der Protoss den Tech bauen will. Er baut keine Linge. Noch nicht, stimmt, der baut nur Drohnen. Okay, also normal kann man da auch viel Linge bauen. Also zwei Pärchen. Das Problem nämlich, jetzt ist hier. Ja, jetzt kann er die Probe, die Drohne nicht verteilen, die Probe, und muss jetzt die andere dritte nehmen. Aber ich glaube, die andere dritte ist jetzt auch nicht so dramatisch. Also auf der Map schon. Doch, auf der Map schon? Ja, ja, die möchtest du nicht nehmen, der Weg ist zu weit. Ja. Ja, okay, gut, da kannst du sehr gut von Adepten geärgert werden oder so. Genau. Das hat sich schon mal gelohnt für Immortal of. Aber wieso baut man denn da keine Linge? Baut weil er greedy ist. Eigentlich baust du zumindest ein Pärchen Linge, um eben genau das zu verhindern. Ja. Aber hat gar keine Linge ist schon fertig, extrem greedy. Ja. Und auch wieder Overlord Speed, also er spielt das gleiche Opening wie vorher. Und wird diesmal kein DT-Schrein finden. Nee. Also wahrscheinlich sehen wir jetzt den berühmten Immortal All-In, den der so gerne spielt. Einfach nur eine frühe Robo. Immortal durchdrücken. Mit Centuries gleich rüberlaufen. So. Tiny Ray. Which, what team are you playing for? 6-0, probably Hokago T-Team, ne? If I remember correctly. Oh, jetzt hier mit Overlord Speed. Jetzt ist natürlich das Scouting am Start. Er fliegt jetzt ja auch alle Ecken ab. Guckt, ob er irgendwas vergessen hat. Alles. Ja. Ja. Sieht die Robo, zusätzlichen Gates. Ja gut, 4 Gates ist jetzt noch nicht so. Ja. Oh, aber Sentries haben wir es. Oh, er kriegt den Overlord. Der kriegt den Overlord trotzdem sehr gut. Sentries lasern aber auch gut rein, ey. Na, stimmt, ob der mehr DPS kommt hier von dem Stalker. Ja, aber es sieht krasser aus von dem. Das stimmt. Die Wasserpistolen der Sentries machen schon großen Eindruck, aber viel rum kommt da nix. Die haben einen Overlord getötet. Ja. Das reicht doch. Ja, das stimmt. Vereinte Kräfte. Währenddessen ist gerade auch wieder der Roachron fertig beim, wie nennt es dann nicht noch, der Portal. Oh, aber 7 Roaches sind auch schon... 8 Roaches, 9 Roaches, ja. Aber ich glaube, das ist gar nicht so gut. Jetzt. Auf 42, jetzt kommt auch halt der Move-Out vom Immortal. Also er braucht jetzt auch Einheiten zu Hause. Approach, das ist natürlich eine Ansage. Roadspeed jetzt auch unterwegs. Weil er braucht, glaube ich, auch Ravager. Ansonsten nehmen die Forcefields die Roadspeed. Genau, das wird er einfach halt geforcefieldet und dann einzeln die Immortal werden dann einzeln die Roaches zerstören. Und halt schön wäre es halt, das Optimalste wäre halt, wenn er mit den, wenn er mit Ravager und das War Prism snipen könnte. Das wäre es ja immer dann praktisch der Tod von jedem All-In von einem Zerg, von einem Protoss oder
Timing Attack. Ist dir das schon mal passiert, Melka? Ja, es kommt schon mal vor. Auch nicht sein. So, und er hat einfach, ich glaube, es ist einfach zu wenig, oder? Was sagt ihr? Ja, ich denke, dass dieses der Zerg hat zu wenig. Auch sehr stark ist. Ja, das meine ich. Ja, ja. Auf jeden Fall, die Force Fields sind gut. So kann er immer schön auf Distanz bleiben. Boah. Oh Mann, ich würde ihn hassen an Vortelstelle. Oh. Jetzt kommt nochmal Slow Zealots. Der angeschlagene Immortal wird sogar nochmal eingeladen. Hat noch keine von seinen wichtigen Einheiten, also von den zwei Immortals, verloren. Die Sentries leben auch noch alle. Ne? Ja. Immortal OP. Also ich meine ja, jetzt unseren Spieler, nicht den Immortal an sich. Du ja, musst halt die Immortal von Link fernhalten. GG, sehr schön. 2-0. Bockstark. Dass dieser All-In immer funktioniert, ist so wirklich... Das ist schon lächerlich. Ja. Oh Mann. Gut. Ja. Es hat halt auch einen Grund, dass der Immortal halt irgendwie 70% gegen Zerg Winrate hat und andere Matchups dann nicht so gut abschneidet. Ist doch gut für uns, dass der Gegner immer hier... Immer viele Zergs stellt gegen Immortal, ne? Bestimmt. Bestimmt. Weil es auch einmal hat er einen Cannon Rush abgekommen im PvP, da war er nicht so glücklich drüber. Er ist direkt geliefert, ja. Aber er sollte es ja bisher trainiert haben, also ich glaube nicht, dass es nochmal passiert. Mhm. So. Genau, sehr schön. Und damit kommen wir jetzt zu unserem nächsten PVZ. Wieder der Protoss für uns und der Zerg für die Gegner. Diesmal für uns wird gleich Phoenix spielen. Der freundlicherweise meinen Platz eingenommen hat heute. Ja. Wie kommt es, dass du einen Platz abgegeben hast? Fühlst du dich heute nicht gut oder einfach weil du so spät dran bist? Nee, ich habe meine 10 Games gemacht heute, die mir noch gefehlt haben, und ich habe 7 verloren davon, und damit habe ich in meinen ersten 30 Games für diese Corpulo-Saison habe ich 24 verloren, und das okay. Ja. Es spricht nicht für mich. Okay. Okay, ist Mofu da? Mofu sollte da sein, wie es aussieht. Ich ping ihn mal an. Fehlt der Gegner, oder? Ja, ja. Der hat, Ich geh mal einmal kurz hoch. User left your channel. User joined your okay, channel. Mofu weiß Bescheid, alles klar, können wir machen. Aber dann brauchen wir eine andere Map, ja? Yep. Ja, doch. Das ist dann, dann Submarine. Die ist auch noch im aktuellen Pool. Guten Abend, Weems. Auch im Chat dabei mit dem Wurm- und Maker-Symbol. Ja, Daniel, dein Symbol haben leider nicht so viele freigeschaltet. Waschbär-Symbol. Ja. Dafür musst du es umso mehr spammen. Ja. Ich glaube, das kann man auch nicht mit Channel Points freischalten, oder? Nee. Ich glaube nicht mehr. Ja, dann müssen wir mal eins rausschmeißen. Ahnung, das geht ja nicht. Ich hab's ja geht schon nicht, probiert ja. zu verhandeln für dich. Und? Hat's funktioniert? Offensichtlich nicht. Ja, dann bin ich halt was Besonderes, ist doch auch gut. Ja, genau. Du bist viel kostspieliger als alle anderen. Ja. Das heißt, ich bin auch der einzige. Ja, ich bin tatsächlich der einzige Tier 2 Abonnent von uns, kann sein. Das kann sein. Ich bin mein Geld geangelt, danke. Ja. So, gut. Dafür gibst du doch dann du nächsten Zer. Ja, aber ich habe mich selbst bezahlt dann. Aber, also, ja. Okay.
Gucci. PvP. Okay. Okay, ihr beiden Protoss-Experten. Was sagt ihr zu PvP? Es wird ein Protoss gewinnen. Ja, so viel steht fest, würde ich auch sagen. Da habe ich mich jetzt weit aus dem Fenster gelehnt mit der Aussage. Ja, ich werde auch nicht, ich weiß auch noch nicht genau. Bin mal gespannt, ob der Gucci irgendwas Besonderes, irgendwas Fancy spielen will, mit Void Race oder so, sind ja momentan hart modern. Ja, genau, habe ich gerade dran gedacht. Ja. Okay, und unten rechts gespawnt, der Protoss für Team Panic. Gucci. Und oben links gespawnt in lila für das Team Phoenix, Mofu Jones. Michael, du bist wieder Herr der Kamera. Perfekt. Ich hoffe, ich mache das gut. Und ganz hervorragend. Ich habe eben schon gesprochen. Hier, Gucci ist schon auf dem Weg. Kein Pilot zu Hause. Erster Pilot direkt Proxy. Oh, weia. Aber Mofu scoutet immer ziemlich gut. Ja, das kommt, das stimmt. Das ist ein sehr früher Scout. Das sieht man normalerweise nicht so. Er ist jetzt scouten gegangen nach dem Pylon. Also er würde sehr, sehr früh sehen, dass nix da steht. So, und das kann eigentlich auch nur, ja, zwei Gateways in du vielleicht späteres Stargate, weil da kommt halt auch schon ein Gas hinten zu Hause. Genau, zweite Gas will sich der Gucci auch nicht stehlen lassen. Hat eine Probe noch rechtzeitig hingestellt, damit Mofu das Gas nicht stehlen kann. Genau. Ja, aber jetzt müsste Mofu das eigentlich gesehen haben. Ja. Baut er jetzt einen Nexus oder scoutet nur? Scoutet, glaube ich. Er scoutet nach einem Proxy. Baut direkt ein zweites Gate. Ja, er müsste aber auch da unten schauen. Weil er macht eine Full Wall. Eine fast Full Wall. Da fehlt noch ein Pylon oder irgendwas dazwischen. Ich glaube, da können sich sonst kleine Einheiten durchquetschen. Ich glaube, er will auch kein Full Wall bauen. Ja, aber eine Full Wall ist, glaube ich, echt gut, wenn der Gegner jetzt direkt zwei Zealots Chrono boostet. Ja, jetzt scoutet er erst und sieht es. Und jetzt muss er es auch wissen. Ja. Genau, da willst du eigentlich, willst du eine Full Wall machen, damit du Zeit hast, die ersten Stalker oder Adepten rauszukriegen. Weil Zealots selbst willst du eigentlich nicht bauen. Er baut keine Units, warum baut er keine Units? Weil er deshalb. Bis der Stalker bauen kann. Ja, jetzt hat er einen Zealot angedrückt, den würde ich aber abbrechen und sofort einen Adepten bauen. Ich glaube, er denkt, das ist zu, ja? Jetzt ist zu mit dem Peilen. Jetzt ist zu, stimmt. Und er blockt es noch mit der Probe, um ein bisschen Zeit zu kaufen, aber... Ja. Ah, doch, das sollte reichen. Bildbatterie kommt. Das sollte reichen. Ja. Er muss halt aufpassen, weil Zealots sind halt nicht zu unterschätzen, aber da kommen jetzt auch nur die zwei Zealots, es kommen keine zwei weiteren Zealots. Ein Stalker, der macht halt sehr wenig Schaden gegen Zealots, weil Zealots light sind, da sind halt Adepten viel besser. Jetzt halt aber das Pilot passt. Perfekt. Zwei Schildbatteries, da kommt er nicht mehr rein. Ah, es war ein bisschen viel Commitment, jetzt kommt ein Stargate tatsächlich, wie du sagst. Zu Hause. Ja. Also ist jetzt die Frage, was Mofu machen will, also wenn man halt sowas abbekommen hat, ist halt... Entweder geht man, sobald man sich stabilisiert hat, auf eine Echse oder man geht selbst auf ein Stargate, um dann halt irgendwie das Stargate gegen Stargate Battle zu haben. Wo man halt theoretisch halt immer vorne sein sollte, wenn man verteidigt, weil man früheres Gaza hat und früheres Cybercore fertig hat. Aber Mofu geht jetzt hier auf ein Robo. Robo und 3 Gates geht halt auch, wenn man das dann halt einfach Robo 3 Gate All-In spielt dahinterher. Und das hat man als meistens als angreifender Protoss meistens nichts zu Hause. Skyblock jetzt hier bei Gucci. Und der ist ziemlich gravierend sogar. Ja, das stimmt. Weil sein Stargate steht jetzt hier idle rum. Genau, das waren halt ganze 18 Sekunden, jetzt wo da nichts produziert werden konnte. Ja. Jetzt kommt erst ein Void Ray, also das ist sehr delayed und das ist gut für Mofu. Ja. Also Mofu sollte jetzt gleich mal hier aufmachen und rauslaufen. Ja, jetzt hat er Warp Gate und dann braucht er ordentlich Stalker. Ja. Selbst wenn Mofu erstmal nur den Pylon und die Gates rausnehmen kann, hat der Gucci zu Hause nur ein Stargate. Sonst nix. Und dann damit sollte er halt viel mehr Funktion haben.
Was war mit Adepten vor? Ich denke, sobald er das Target scoutet, wird er auch. Ja. Jetzt kommt er mit dem Warp Prison. Er holt die, zieht die Probe raus, um draus Nexus zu bauen. Ja. Auch keine schlechte Idee. Er muss ja nämlich nicht die Wall aufmachen. Genau. Jetzt sieht er, dass der Gucci expandiert. Hat, glaube ich, auch, ja, hat das Stargate gesehen. Hat jetzt nicht gesehen, dass da was gebaut wird oder so, aber kann er sich wahrscheinlich denken, dass hier jetzt irgendwie Void Rays oder halt vielleicht auch ein Oracle rumfliegen. Offen. Ja. Jetzt ist es Warp Prism da, ja. Jetzt macht er ja auch Druck. Also Gucci wird hier, glaube ich, auch seine Echse nicht halten können. Also die muss er... Also die Void Rays, die versucht er noch irgendwie zu hiden. Also mit ein bisschen Micro sollte Mufu das hier eigentlich gewinnen. Muss das warten, bis halt das Prismatic Alignment aus ist. Oder macht einfach Micro mit dem Warp-Prism gerade. Ja. Ja. Schildbatterie ist auch down. Ist also nicht down, sondern leer. Der kommt jetzt in die Mortal. Aber beides sind weg. Da jetzt ist die. Jetzt muss er sich zurückziehen. Shield Battery Overcharge gerade angedrückt, weil der Nexus gerade fertig geworden ist. Aber das ist keine Energie mehr, dann der Overcharge. Nee, genau. Während der Overcharge aktiviert ist, wird nicht die Energie verbraucht, sondern er kann einfach unendlich geheilt werden, die 20 Sekunden. Ist ja frech. Genau. Mufu wird jetzt hier die vier Adepten wahrscheinlich durchfinischen lassen und hier gut Worker rausnehmen können. Ja. Richtig gut gespielt. Ja, genau. Richtig gut gespielt. Sehr gut, damit führen wir schon 3-0. Damit heißt, wir sind auf jeden Fall schon mal in der Verlängerung, wenn wir jetzt theoretisch alle verlieren sollten und haben jetzt 4 Ace-Matches. 4 Ace-Matches hört sich schlecht an. Lass uns sagen, wir haben Matchball. Okay. Ja, von mir aus gerne. Aber das hat Mufu echt super gespielt, also muss man sagen. Wie Matze aber sagen Mufu würde, never cheese the cheeser. Ja, ich würde sagen, Mufu Jones zu cheesen ist aber auch eine der schwierigsten Aufgaben, die du in den Corpulo Liga Division 4 machen kannst. Du hast es ja in der internen Clan-Liga auch ein paar Mal, zweimal versucht, glaube ich, ne? Ja, weil ich dem Protoss sowieso nichts anderes kann. Tatsächlich. Immer wenn ich irgendwas versuche, was über 5 Minuten hinausgeht, sauf ich ab. Ja. Nee. Aber das war halt sehr schön gespielt von Mufu. 3 Gate Robo dann dahinter gedrückt. Das ist dann halt schwierig zu halten, wenn du dann halt so 2 Gates Proxy hast und dann delayed einen Tag. Und dann noch eine Echse nimmst. Also das war schon sehr greedy von dem gegnerischen Protoss. Und gut, dass Mufu ihn da bestraft hat. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass das geht. Ich sag vorhin mit den Links so. Wir haben auf jeden Fall Bock. Golden. Gucci ist sich mit der Map nicht ganz einverstanden. Stimmchen. Pillars of Gold und Golden Ball. Ja, aber wir spielen doch jetzt die Mitte. Ja, oh, Captain ups! Und Eternal Empire. I'm sorry. Oh, Würmchen. Ja, also durchmischen, ne? Ja. Ich bin alt. Das zählt nicht. Obwohl. Nee. Also gibt's jetzt Eternal Empire, ja? Genau. Ja. Okay, und das wusstet ihr woher? Weil der Melka es mir gerade gesagt hat. Also ich weiß das von der Spire-Seite. Sehr gut. Dann weiß ich das indirekt auch von der Spire-Seite. Sehr gut. Da gehen schon wieder die Ninja-Joints raus, hä? Tadam. Das zieht sich jetzt hier schon von der letzten Saison bis in diese Saison durch, dass wenn ich nicht dabei bin, wir einfach das All-Protoss-Line-Up stellen. Ja. Das stimmt doch gar nicht. Letzte Woche habe ich ja auch gespielt. Ja, stimmt, du warst auch mal dabei, aber das passiert erstaunlich. Die Woche davor habe ich auch gespielt. Ja, wir haben halt so viele.
viele Tosse da, ne? Das stimmt. Also außer dir und mir, wer spielt denn sonst noch nicht pro Toss? Das ist einfach das mal Ding so. Das Ding ist, dass die Tosse aber alle besser sind als wir im Würmchen. Das heißt, ja, wir sind das Ende der Nahrungskette. Ist, wenn wir nur Tosse stellen. Ich würde natürlich jetzt sagen, das liegt an der Balance. Oder es liegt daran, dass wir einfach schlechter sind. Ich habe von den letzten 10 Spielen 2 Wins und davon hat eins einer gedieft. Oh. Dann bist du ja doch schlechter als ich. Und auf dem anderen Account, auf dem anderen Account läuft es genau andersrum. Da habe ich jetzt 3800 irgendwas. Oh ja, ich auch, aber also, ich bin von 4000 dahin gedroppt. Ich habe mich nicht da hochgespielt. Ja, du warst schon weiter unten. Du hast dich von deinem Bottom-Loch da wieder hochgekämpft. Ich war bei 3,5 tatsächlich in meinem größten Tief, ja, wieder. Und dann war ich da bei 4K, stimmt. Ja, jetzt habe ich auch gerade ein Tief und muss da auch wieder raus, so. Ja. Die Frage ist, ob ich vorher anfange, Brutus zu spielen oder nicht. So, es sind alle bereit. Bitte. Go, go. Ja. Schauen wir mal, ob Mofu das auch wieder so souverän gewinnen kann. Ich glaube an Mofu. Das wird jetzt das. Du leckst heute ein bisschen, Tanuki. Ja, ich glaube, das ist die. Ist kein Leck, sondern halt die Mikrofoneinstellung, dass sie ein bisschen zu hoch ist oder du zu leise sprichst. Moment. Und nix gespawnt. In Orange. Müllmann Orange. Der Kutschi für Team Panic. Und oben rechts gespawnt. Unser Protoss, Mofu Jones. Liegt 1-0 vorne. Schon wieder. So, jetzt müsste besser sein, ja? Ja, ich glaube schon. Scheint so. Sehen wir gleich. Bäumchen. Ja. Auf jeden Fall. Und wieder der frühe Scout hier von Mofu Jones. Also, ja, wenn er einmal angefixt ist, dann. Ich weiß nicht, ob er das immer macht. Er macht das immer. Ich? Okay. Ja, das stimmt, hast du auch in den letzten Clan Wars gesehen. Ja. Pylon Scout ist bei Mofu gesetzt. Aber diesmal ist es auf beiden Seiten Standard. Also auch auf der Seite von Gucci, Gate, Bay, Tugas. Ganz normales Protoss Opening im PvP. Mofu auch. Genau. Zweites Geld bei Mofu, zweites Geld bei Gucci. Jetzt, was man jetzt auch schon mal häufiger sieht, ist halt One Gate Expand, aber meistens auf Maps, wo du eine Ramp hast, auf der zweiten Base. Ja. Ich weiß nicht, ich bin da jetzt nicht so ein Freund von, aber. Ist immer häufiger, dass sowas gemacht wird. Aber Gucci hat wieder seinen zweiten Pylon hier geproxied. Also, da würde er jetzt wahrscheinlich sein Tech-Gebäude proxien, also ein Stargate oder ein Robo. Oder ist es halt einfach nur zur Ablenkung da? Weil im PvP ist es meistens, dass man darauf achtet, ob der zweite Pylon da ist. Ja, ich glaube auch, dass Morpho sich davon jetzt ködern lässt. Ja. Er geht jetzt auch mit der Probe rum. Hat sie ein bisschen hier. Oh nein, er proxiert auch einen Pylon. Ich glaube, was macht er, das Proxy Stargate? Jetzt kommen erstmal Adepten. Ja. Und hier, Gucci will eine Robo spielen und macht eine Full Wall. Also, der wird wahrscheinlich jetzt noch ein Proxy Gate spielen. Und wird dann Hard All In. Ja, und jetzt kommt das Proxy Stargate bei Mofu. Es kann für Mofu gut. Oh, die Stalker, sehen Sie? Das ist scheiße. Das ist sehr schlecht. Ja, da cancelt er auch so sofort. Das kann er nämlich nicht halten. Die würden halt einfach nur den Pylon rausnehmen. Oh, und jetzt haben wir hier. Aber die Proxy Bro fertig. Aber sieht Mofu das? Nein, er läuft dran vorbei. Er sieht es nicht, er sieht es nicht. Dabei ist es eigentlich eine recht beliebte Proxy-Location, also ich baue auch meine Proxys da.
Ja. Gut zu wissen. Naja, die Map ist eh raus. Ja. Stimmt, kann ich das jetzt verraten. Jetzt ist das Betriebsgeheimnis vorbei. Ja. Genau. Ist der erste Immortal ist jetzt fertig. Mofu hat sogar eine Echse gerade genommen. Also er ahnt jetzt nichts davon. Ich glaube, einer kommt durch. Oh, beide sind sogar durchgekommen, aber das ist eine Full Wall hier. Ja. Oh, Maika, wir hatten es gerade, dass ich alt bin. Schildbatteries gebaut, aber er hat keine Einheit zu Hause. Maika. Das ist gut für ihn, dass der Gucci noch wartet. Ja, aber er hat Warpgate, das werde ich, er kann halt reinwarpen. Ja, aber nur zwei Einheiten und da kommen jetzt gleich vier Stalker, ein Immortal und dann nochmal ein Warbin wahrscheinlich. Also Mofu muss die Ex hier aufgeben, die kann er auf keinen Fall halten. Oh, das Sentry ist auch richtig. Oben wird aber auch schwierig. Er hat keine Shield-Batteries oben. Mhm. Ja, GG würde ich sagen. Ich weiß nicht. Ja, ich würde noch ein bisschen laufen lassen. Vielleicht verkackt der Gucci. Das ist halt immer noch One-Base gegen One-Base momentan. Aber ich weiß nicht, das geht, also wenn er jetzt da rein. Er kann ja da einfach jetzt hochgehen mit dem Warp-Prism. Das stimmt. Er hat jetzt keine Stalker. Das stimmt. Das ist ja nicht mal eine Shield-Battery da oben. Also nee. Das kann Mofu nicht mehr halten. Nee, das stimmt. Das wenn er Probe sieht, er hat die Echse noch. Das stimmt, die Echse ist fertig geworden. Die hat er nicht gecancelt. Und jetzt sieht er, dass oben reingeworfen wird, aber schon sehr viel. Er muss jetzt die Probe ziehen, sonst hat er keine Chance. Ja, die Position ist auch noch gut für... Ich glaube, mit dem Frostfield hat er sich das gerade selber ins Knie geschossen. Er hat halt jetzt zwei Immortals raus. Aber Warpress mit Micro ist natürlich auch nochmal ein Faktor. Ja, er braucht halt die Schildbatterie, die ist jetzt fertig. Er kann den Overcharge anmachen noch, oder? Nee, die ist aus der Reichweite, glaube ich, sogar. Oh, das ist ärgerlich. Das kann sein, dass er das anmachen kann, aber ich vermute, das ist aus der Reichweite. Und... Oh, er kriegt das Warp Prisma. Da ist kein Immortal mehr, Ein Immortal steht noch unten und... Ja, das hat Mofu, glaube ich, sogar gehalten. Das ist das Missplay des Jahres hier von Kuchi. Unglaublich. Jetzt hat er Adepten, Immortal und Stalker noch mehr. Kommen nochmal drei Stalker rein, aber jetzt hat Mofu eigentlich einen großen Vorteil. Und er geht direkt rüber. Nee, doch nicht. Zum Glück. Ja. Er sucht immer noch das Proxy. Er weiß, dass es da ist, aber er findet es nicht. Jetzt die Adepten vielleicht. Nee, ich glaube, die will er auch wieder rüberschäden. Nee, die haben. Ja, es war knapp jetzt an der Robo, aber es hat nicht gereicht. Ja. Ich glaube, ihm ist das Proxy egal. Ich meine, er muss ja jetzt sowieso nur Einheiten pumpen, er weiß ja, was da ist und was kommen kann, deswegen. Na jetzt, ich meine, er wird durch den Fullwall immer noch nicht durchkommen, aber er kann... Ja, sehen, er kann aber eventuell dran arbeiten, ein bisschen. Also er sieht, dass hier immer noch keine Excel ist, deswegen würde ich sagen, also... Meinst du, es ist ein neues? Es wäre nicht verkehrt, wenn er noch mal ein paar Silk-Shield-Batteries baut. Die eine von oben hat er ja noch. Oh, er muss halt eigentlich nur überleben. Er hat keinen zweiten Immortal. Ja, das ist. Er ist an die Schildbatterie. Der erste Sentry ist jetzt nicht ganz so gut. Der Gegner hat halt theoretisch, glaube ich, gleich viel Production, aber wenn halt Mofu nichts baut, das. Oh. Da kommen die zwei Adepten noch wieder zurück. Adepten auch, ja. Adepten machen jetzt nicht so viel Schaden, aber die tanken halt relativ gut die Immortal-Schüsse. Immortal willst du eigentlich immer haben, dass sie auf Stalker oder auf gegnerische Immortal schießen. Da ist das Warp Prism wieder down. Ja, und da ist der Gucci, der geht raus. Souverän! No GG, GG. No skill. Das hat Mofu sehr schön gemacht und damit steht es eigentlich auch schon direkt fest, dass wir gewonnen haben, dass den zweiten den Clan war. Aber das hat der Kutschi aber auch gefroht, meine. Ja, Meinung. Zweimal seinen Warpfischen zu verlieren, das darf dir halt eigentlich nicht passieren. Ja, er hat auch einfach zu lange gewartet, er hätte den Mofu doch schon längst töten können. Das stimmt, also. er hatte einen Immortal und jede Menge Stalker und Mofu hatte gar nichts. Das stimmt. Ja. Aber gut, nehmen wir. Wenn wir hoffen, dass Phoenix Gegner da ist. Ich muss erstmal gucken, ob ich die richtige Map aufgemacht habe. Nicht, dass ich es jetzt wieder. Pillars, nein! Pillars ich Gold. Bin so gut. Ich bin so gut. So, Phoenix. Aber ist der Gegner anwesend?
meine, wenn der nicht da ist, was macht man denn dann? Dann ist es das 6-0. Ah ja, er ist ja, da. Er ist da. Nightfire. Wieder ein Zerg. Jo. Hab ich ja eben schon mal angeteasert, das PVZ, das zweite. Phoenix hat mir geschrieben. Ah, der ist auch schon da. Zack. Es fehlt noch der Hidaki, der Melker, ganz wichtig. Ganz wichtig. Der wichtigste von allen. Ist jetzt doch eine recht entspannte Position für Phoenix. Ja, das stimmt. Nichts zu verlieren. Das kann ich mir auch denken. So, da hätte sogar ich dann spielen können. Ja, nächste Woche. Du kannst dich heute schon mal in den Poll eintragen und dann bist du nächste Woche dran. Bisher hat sich außer mir und Mofu noch niemand eingetragen. Wenn ich mich nicht eintrage, muss ich nicht spielen, richtig? Nein, so geht das hier nicht. Das wird nicht akzeptiert. Ja, mal schauen. Ich muss okay. Mal schauen. Also wirklich, ist es... Aber um den Druck auf Phoenix vielleicht nochmal ein bisschen zu erhöhen, wenn er hier 2-0 gewinnen würde, hättet ihr zwei Spieltage hintereinander 6-0 gewonnen, oder? Ja, ja. Das wäre schon echt respektabel. Haben wir nicht davor, also den ersten Spieltag irgendwie 6-0 verloren oder 5-1 oder so? 5-1 haben wir verloren. Ja. Aber gut, so ist das mit dem Backbouncen. Kann man auch können. Ja, man darf Mofu einfach nicht schießen. Das ist, ja, glaube ich, immer eine schlechte Idee. Er hat da gerade auch gutes Crisis Management bewiesen. Ein paar Probes gezogen, Shield Battery noch on time gehabt. Muss man sagen, gut das Warpress gefokust. Gut gemacht, muss ich sagen. Ja. Ich mach mal zuerst. Unten links gespawnt für das Team Panic ist es SC Nightfire. Und oben rechts für Team Phoenix. Phoenix. Oh, Pool First beim Zerg. Ja. Und das, glaube ich, auch der cheesige Pool, also ich glaube, früher geht's nicht, ja, oder? Ja, 12 Pool. Aber Phoenix hat hier, glaube ich, auch wieder ein Pilot Scout gemacht. Sieht oder? Keine Echse. Ja. Und scoutet jetzt auch den Pool. Und das Gas, das ist noch viel wichtiger. Das ist so nämlich ein 12 Pool mit Gas. Ja. Ja, das ist halt der Hardcore-All-In. Ich glaube, also da müssen jetzt alle Alarmglocken läuten hier beim... Ja, selbst ein 12-Pool ist schon... Also ich würde jetzt meine Probe unten an der Natural parken und schauen, ob er da vielleicht irgendwie eine Drohne versteckt hat oder so. Vielleicht doch irgendwie nur als Overreaction forcen möchte. Da kommt jetzt der Settle, zweites Gate, also ist das der Cybercore. Eine gute Response von Phoenix. Also 2 Gate, Cybercore erstmal direkt bauen. Auf jeden Fall eine sichere Möglichkeit. Gegen die Linge, auf jeden Fall nicht verkehrt. Er lässt auch die Linge im Gas, was mich ein bisschen wundert, weil er hat schon die 100 Gas für Speed gemeint. Alles, was jetzt drüber rausgeht, ist... da kommt das Bending Nest. Ja, Bending Nest, ja. Gegen Toss muss man halt immer gefasst sein, dass man dann busten muss, denke ich. Dann. Ja. Da würde es sich vielleicht sogar eine Full Wall empfehlen. Ja, das hab ich auch gedacht, das ist richtig teuer, dann die ersten Banelinge. Oh, ein bisschen weit weg die Shield Battery, kann das sein? Ich glaube, das ist noch okay. Blockt die den Nexus? Ach, ich keine Ahnung. Dass sie den Nexus blockt. Ja, dazu wird es in dem Spiel nicht kommen.
Jetzt ja, musst du hier am Leben bleiben. Eine Schildbatterie einzureißen ist auch ärgerlich. Ja. Und der Zerg, der versucht jetzt noch nicht mal hier vorne irgendwas anzuknuspern oder den Protoss zu ärgern. Ne, er braucht gleich die Bändinge. Ja. Und jetzt müsstest du halt als Protoss eigentlich auch schon wissen, wenn der Zerg einen 12-Pool baut und die Länge gar nicht hochschickt. Ja, aber ich glaube, er kann direkt hinter den Adepten, der da in der Wall steht, ein Gate setzen. Dann hat er eine Full Wall. Ja. Mit einer kleinen Lücke oben wieder zu dem anderen Teil. Aber er muss auch aufpassen halt, denn das... Jetzt ja. Kommt die Sentry, ja, die kommt zu spät und er kronet das Warp Gate und oh, und da kommen die Baning und das. Aber zum Glück hat er zwei Pylons. Das ist halt auch immer sehr ärgerlich, wenn du den ersten Pylon verlierst und dann keine Energie mehr auf deinen Gebäuden hast. Das ist, ja, glaube ich, auch mit sehr wichtig. Jetzt macht er eine Full Wall. Ja, der erste Pyle, der war schlecht gesetzt. Hat er so irgendwie ein bisschen geholfen. Ja. So, sehr gut. Gehalten. Das stimmt, da war der zweite Pyle, war ich Gold wert. Wenn der Pyle gewesen wäre, wenn nur ein Pyle gewesen wäre. Warum? Der Zerg hat kein Follow-up, es kommt einfach nur weitere Linge. Ja. Phoenix weiß das nicht, er weiß nicht, ob da jetzt eine Echse kommt, aber er könnte mit der Probe, die hier unten steht, könnte er mal reinscouten gehen. Aber ich glaube, damit ist er gerade beschäftigt. Nightfire verliert hier auch noch ein Overlord. Ja, und jetzt sind zwei Sentries da, also damit sollte es... Aber ja, rausgehen aus der Wall ist mutig. Wenn er jetzt surrounded wird mit den Lingen. Oh, der ist auf Move gemacht! Oh, Phoenix! Oh mein Gott, okay, Phoenix. Aber er wird nicht gepunished. Er wird nicht gepunished. Und da ist der Supply Block, glaube ich, für den Zerg. Zurück! Oh Gott, oh Gott! Oh Mann, Phoenix, ey. Er lässt die Wall auch einfach offen. Er hat nichts da drin steht. Oh, die Probe kommt! Ein Ding ist drin. Die können sie auf Seite schieben. Aber die Einheiten laufen einfach weiter rüber, das ist ihnen egal. Und der ist drin. Oje, oje, die Schildbatterie ist leer. Base Trade. Ja, Adepten, good unit, aber so viele Linge auch. Er hat einen Recall gemacht, sehr gut. Aber ich glaube, jetzt kann er einfach alle Einheiten töten, oder? Ich ja, jetzt ist... GGWP. Ja. Protoss OP. Sehr schön gespielt von Phoenix, also. Das war mit kurzen Herzinfarkt-Momenten, ja, aber souverän gehalten. Gemacht. Ich glaube, es war aber auch ziemlich misplayed vom Nightfire. Irgendwie gefühlt war das echt alles sehr ineffektiv. Ich weiß nicht genau, hätte er da die Banlinge besser irgendwo anders reinbasten lassen, oder? Ich glaube, er hätte direkt mit den Lingen in die Main marschieren müssen. Es stand halt alles vom Phoenix an seiner Natural. Die Main war ja. Ja, und er hat halt in der Shield-Batterie gekämpft, das war noch ein bisschen. Er hat komplett ineffizient gefightet, also das war das Beste, was Phoenix da noch passieren konnte. So, jetzt kommt aber Golden Wall. Jetzt darfst du. Juhu! Jetzt ist dein Moment. Naja. Ja, wenn das jetzt auch so schnell geht, dann ist der Abend doch noch recht flott vorbeigegangen für 6 Maps. Das stimmt. Aber ich bin noch einmal ganz kurz weg, aber ihr könnt schon mal anfangen. Auf mich zu warten. Ich sehe gerade, ich habe gerade mal geguckt, wie es in der Gruppe denn steht. Panic ist momentan mit MSU Platz 1 sogar, ungeschlagen mit 2 Wins von 2 Spielen. Und wenn die jetzt mit 6-0 weg zu klatschen, ist halt schon eine Ansage hier an die Gruppe, würde ich sagen. Ja, das vor allem auch, weil die Accounts ziemlich hoch sind vom MMR. Also, aber es sind heute komische Spiele, also die Spiele sind wirklich... Das stimmt. Wie Tanuki schon gesagt hat, ordentlich weggeworfen. Ja. Aber ich glaube auch, die Gegner spielen halt auch uns ein bisschen in die Hände halt. Mofu ist sehr gut darin, komische Sachen zu halten. Und Phoenix ist, glaube ich, auch im PVZ auch ziemlich sicher da drin. Er spielt halt sehr sicher mit auch generellen Sentry Opening und sowas, um sowas generell gut zu halten. Also...
Okay, so, alle bereit, außer Tanuki. Ja. Aber der kommt nach. Ja, genau, bei Phoenix verhält es sich, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie bei Immortal. Phoenix, bestes Matchup ist auch gegen Zerg. Also, mal gut, dass die beiden Spieler halt Zergs bekommen haben. Dann können sie, glaube ich, auch schon spielen sie ein bisschen besser als gegen die anderen Rassen. Ja, das ist auch schon ein Sieg des Mind sozusagen. Mhm. Naja, Mofo hat nochmal 15 Bits springen lassen und möchte jetzt das 6-0 sehen von Phoenix. Ja. Die Erwartungen sind hoch. Genau. No. Also wenn Phoenix jetzt verliert, also muss er aufpassen, dass er nicht aus dem Team geworfen wird. Nee, da muss er einfach einen Kuchen backen fürs Clan treffen, oder? Ja, genau, das ist das. Das ist doch eine adäquate auch. Strafe. Ja. Kuchen, Niederlage gegen Kuchen. Ja, und ja. Muss ich aufpassen, dass ich nicht zu laut bin, weil wir spielen ja morgen auch noch am Sonntag. Ja, I'm ready. Unten rechts gespawnt. Ja, ich rege das so, dass ich nicht spiele. In lila, es ist Nightfire. SC Nightfire, Entschuldigung, für Team Panic. Und auf der linken Seite gespawnt für Team Phoenix. Wieder Phoenix. Ah, geh weg. Zoom. Was, geh weg? Ah, jetzt. Ah, ich hatte gerade ein kleines Kameraproblem. Also. Bin ich eigentlich wieder der Kameramaster, oder? Du bist immer der Master auf Disaster. Immer der Kameramaster. Ja, wenn ich, also ich versuche dran zu denken, nicht zu viel hin und her zu springen. Ja, mir war vorher schon kurzfristig mal schlecht, als der Orlin ja, kam. Ja, dann ist mir wieder eingefallen, oh. Ich glaube, ihr folgt mir noch. Ja. So, was habe ich verpasst? Ah, nix. 12 Pool? Das, ja, genau, ist mir noch gar nicht aufgefallen. 12 Pool. Ja. Gut, dass du da bist. Mit Doppelgas? Ich komm eine Minute zu spät und dir ist nicht aufgefallen, dass das spielt. Also, ja, ich war noch beschäftigt darüber zu reden, dass halt Phoenix einen Kuchen backen muss, wenn er verliert. Also ich sag One Base Swarm Host voraus. One Base Swarm Host, oh, da kommt direkt der Leer. Ja, wegen Doppelgas, ja, das ist das. Warum dreht cool. Phoenix Scout um? Oh je, er hätte reinlaufen sollen. Das wäre jetzt echt wichtig gewesen, dass er das Doppelgas sieht. Und der Layer ist auch ein nettes Indiz. Wo bist du sicher, dass das Swarmos ist? Könnte ja auch Droplord sein, oder? Och, mit so viel Gas. Ja, naja, stimmt halt nicht. Warum sollte man das machen? Also Swarmos sind eine gute Einheit. Ja, und hat keinen Linkspeed, also das macht schon keinen Sinn. Stimmt. Was kommt, oder One Base? Das Bayer ist das auch ein Ding? Wir können auch über One-Base Broodlords reden, das könnte man auch noch machen. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, dass auf dieser Map Swarmhouse tatsächlich noch das stärkste ist, aber sollte er dann nicht eigentlich hier unten das Freimine an seiner Main? Hätte ich eigentlich auch erwartet. Roaches? Alles klar, okay. Nidus. Roachron Nidus, ja. Nidus. Aber der hätte 500 Gas in der Bank. Oder er geht nur auf Roaches, also pure. Also, es sind schon echt komische Spiele heute Abend. Wirklich. Oh, Bier und ja, Kuchen. Nein, er muss ja wirklich den Leer für irgendwas benutzen. Also, nein, das ist schon richtig. Ja, aber was macht er mit so viel Gas? Also. Ja, Roaches bauen. Roaches kosten nur 25 Gas, soweit ich weiß, oder? Ja, was meinst du, wie viele Roaches der damit bauen kann? Ja, er hat keine Queen und wie viele Larven? Oh, jetzt kommt der Scout von Phoenix und er sieht halt alles. Lauf doch, Rinder. Er hat gar nichts gesehen. Er sieht weder den Nidus noch den Roachron. Aber er hat den Layer gesehen. Nee. Den Layer. Den Layer hat er gesehen, genau. Und Doppelgas. Aber er hätte halt schon alles sehen können. Er hätte vorher schon mit der Prop einfach drin bleiben können. Borden Stargate, das ist auf jeden Fall eine gute Antwort. Und dann schnelles Void 3. Go, go. Ja, aber er sollte mindestens seine Main auch komplett ausscouten. Das stimmt, das wäre natürlich auch wichtig. Ich glaube, er weiß nicht, was da kommt. Und er hat auch, glaube ich, gar nicht hinten gescoutet, ob vielleicht unten eine zweite Basis vom Zerg genommen wurde oder nicht. Ja, aber wie soll er das machen ohne frei Main? Ja, aber er hat ja gar nicht gescoutet, ob da vielleicht frei gemeint ist oder nicht. Ach so, ja, klar, das. Oh, da kommt Voidray. Voidray ist gut. Voidray ist, glaube ich, die perfekte Antwort. Aber, ja, und unten kommen jetzt die Adepten.
mit ihren Shades und die sehen jetzt hoffentlich dann alles. Ja, jetzt sieht das. Er hat auch keine Units, also er kann sich ja auch nicht dagegen verteidigen. Doch, er hat einen Ravager. Ravages in time. Plopp. Ja. Oh. Und Phoenix dodgt auch nicht den Bias. Ist der Nidus denn schon besetzt? Nee, noch nicht. Aber warum kommt kein Nidus und es kommt einfach gar nichts vom Zerg? Was macht er denn? Jetzt ist auch ausgescoutet, jetzt hat er den Void Ray in Alarmbereitschaft und der Nidus wird auch nicht mehr durchkommen. Drei. Also. Er hat jetzt 4 Ravager und sonst nichts. 2 Queens. Also ich glaube, das kann Nightfire jetzt schon aufgeben, weil jetzt hat 500 Mints, 500 Gas in der Bank. Wenn Phoenix nicht alle seine Void Rays gleich in Stack von Colossus Bias verliert, wird das nichts. Wo das soll der Nidus denn jetzt rauskommen? Zwei Void Rays sind da, da kommt der Nidus. Ja, aber er das sieht ist ein bisschen optimistisch, auch. Guckt euch das an. Ja, da braucht er noch nicht mal so viele Probes, weil die Void Rays schnetzeln den Nidus einfach nur. Ja. Und also ich würde mir von Phoenix wünschen, dass er die mit den Void Rays immer alle Overlords hier töten geht. Nämlich dann kann da auch gar kein neuer Nidus kommen. Ach, eigentlich ist es doch gar nicht so schlecht für ihn, wenn sein Gegner jetzt noch ein paar von den Würmchen da raushaut. Das kostet ihn ja jedes Mal Kohle und Gas. Ja, aber Kohle und Gas ist jetzt nicht das Problem beim Zerg. Also wenn ich mir da die Bank angucke. Kommt der Nidus vorne an die Gold, aber da kommt er trotzdem nicht durch die Wall. Ja. Also das sieht nach GG aus einfach. Irgendwie kein guter Gameplan vom Zerg. Jetzt hat Phoenix schon 3 Void Rays und mit Prismatic sind die Roaches aber auch ganz schnell weg. Aber es sind nicht wenig Roaches, das muss man auch sagen, aber es ist einfach nicht genug. Also der Zerg ist halt auch immer noch 1-Base, also Phoenix ist jetzt schon lange 2-Base, würde ich mal so auf. So, er muss jetzt schon echt viel Schaden machen, damit sich das für ihn noch lohnt. Aber er macht erst den Nidus kaputt, damit es keine Reinforcements gibt und jetzt kann er einfach die Armee wegmachen. Ja. Einmal das zwei Queens sind mit dabei, aber das wird nicht reichen. Ja. Noch ein bisschen genau. Wir Mikron die Void Rays noch. Wenn sich auf sie draufstellt, dann kann er auch nicht geballt werden. Noch eine Queen da. Ein Void Ray verliert er vielleicht? Er rettet es safe. Ja. Ja. 5 Void Rays gegen 4 Roaches. GG. Also, in der Tat, also das Spiel setzt nochmal, ich glaube, den spielen heute eine Krone auf. Also. Was ist da los? Ja. Nee, da kommt auch das GG. Vielleicht war das jetzt nur noch Freestyle, weil der Klammer schon verloren war und man wollte halt. Er hatte keinen Bock mehr, wollte irgendwas stylisch spielen. Vielleicht. So wie ich letztes Mal mit den Ghost Helmet. Ja, okay, aber damit. Also der Zerg hat vielleicht auch nur mit einer Hand gespielt, er hat nur 54 APM. Ja, das ist aber gemein jetzt. Ja, damit haben wir jetzt den Clan War 6-0 souverän gewonnen, würde ich sagen. Ja. Gegen einen übermächtig aussehenden Gegner. Ja, aber wir hatten auch tatsächlich unser stärkstes Lineup gestellt, kann das sein? Gegen Zerg auf jeden Fall, würde ich sagen, ja. Ja. Also Immortal rockt ja sowieso alles gegen Zerg. Mufu spielt auch sehr safe gegen Zerg. Und Phoenix ist ja auch sein liebstes Matchup sozusagen. Und der Scout von Mufu im PvP, der ist einfach Bombe gewesen. Ja, aber der Scout in jedem Matchup von Mufu ist Bombe. Ja, genau. Also mit dem kannst du einfach nicht überraschen. Den musst du einfach abusen. In den Sicherheit wegen und dann im Makro überrollen, was aber auch nicht so einfach ist, ne? Genau. Ja, war's dann für heute, ja? Jo. Ja, ich glaube schon. Vielen Dank fürs Mitcasten. Ja, danke fürs Stream. So, danke für die Spieler, danke für den Sieg. Melka. Danke für den Sieg an den Gegner. Dann spielt ihr morgen Abend, Melka? Sonntag spielen wir um 20 Uhr. Ah, genau. Oder morgen 19, Abend warte. Genau. Und ich weiß nicht genau, gibt es
für die Division 2 schon einen Termin? Weiß da einer von euch morgen was? Morgen Abend spielen die, glaube ich, in Best of 7. Ja. Um 21 Uhr. Gegen... Okay, und dann... Benchfish. Gegen Platoon spielen wir am Sonntag. Ja. Also morgen gegen Frenchfish Division 2 und Platoon Division 3 am Sonntag. Genau. Gut, dann verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.